Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Wo soll ich anfangen? Also, ich bin zurzeit in Ungarn. Endlich bin ich in Ungarn wieder meine Familie besuchen, meine Freunde besuchen. Ich war schon seit Dezember nicht mehr in Ungarn und ich habe meine Familie schon seit meinem Maturaball nicht wirklich gesehen. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich sie wieder gesehen habe. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass die Matura vor drei Tagen vorbei ist, also die Maturazeit. Ich habe meine letzte schriftliche Matura gemacht, geschrieben am Donnerstag. Und jetzt bin ich ein bisschen erleichtert. Ich weiß nicht, ob ich sie geschafft habe, aber Hauptsache, die sind hinter mir. Und gestern hat eine Freundin von mir eine Hausparty organisiert, wo ich halt eingeladen war. Und wir haben halt es gefeiert, dass wir endlich die Matura hinter uns haben. Es war sehr lustig, wir haben sehr viel getrunken. Also heute war ich den ganzen Tag eigentlich wie eine halbtote Leiche. unterwegs und deswegen nehme ich euch erst jetzt das auf, also das Video, weil ich mich heute den ganzen Tag nicht wirklich bewegen konnte. Und ich werde es die nächsten drei Tage in Ungarn verbringen, in meiner Stadt mit Freunden, Familie, Verwandten, so irgendwie. Und ja, das Wetter ist richtig schrecklich, muss ich zugeben, aber ich hoffe, es wird sich dann verbessern in den nächsten Tagen. Und ja, es wird halt ein Vlog, also falls ihr Bock drauf habt und Lust habt, dieses Video weiterzuschauen, dann keep on watching. Morgen, meine Lieben, und es ist mein zweiter Tag in Ungarn. Oh, ich bin gerade aufgestanden. Eine gute Freundin von meiner Mama kommt vorbei, einen Kaffee trinken und danach werde ich meinen Papa besuchen in einer anderen Stadt, wo ich gestern am Nachmittag war. Ja, danach werde ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich mit einem guten Freund zum Plattensee fahren oder einfach mit ihm was unternehmen, werden wir dann schauen. Und ja, also das ist eigentlich der Plan für heute. Sorry für meine Stimme, die ist weg. Auf jeden Fall, ja, das werde ich heute machen und begleitet mich einfach.
Mein letzter Tag in Ungarn und heute werde ich eigentlich in 10 Minuten sollte ich bei meiner Kosmetikerin sein, denn sie wird mir meine Augenbrauen machen und ja, ich weiß nicht, was morgens immer mit meiner Stimme los ist, aber schreibt mir gerne in die Kommentare oder gebt mir Bescheid, wenn es normal ist und wenn es halt bei euch auch genauso ist. Auf jeden Fall, ich werde mich danach mit einer Freundin treffen und danach mit meinem besten Freund. Und danach, am Nachmittag um 4 Uhr, habe ich einen Tattoo-Termin. Ich werde mir ein neues Tattoo stechen lassen. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf und ich werde euch dann halt auch mitnehmen. Aber jetzt muss ich ganz schnell meinen Pony waschen, because I'm running late und das will niemand. Also, wir sehen uns dann. Ich weiß nicht ganz, ob das normal ist, aber wenn ich in Ungarn bin, dann esse ich irgendwie jeden Tag, gefühlt jeden Tag, also wortwörtlich jeden Tag, so eine Wurst eben mit Senf und Brot. Und ich trinke immer irgendein Fanta dazu. Aber heute haben sie nur das gehabt. Es ist halt irgendwas Ungarisches. Und ich weiß nicht, ob das normal ist, aber sonst esse ich das eigentlich nie wirklich, auch wenn meine Mama das daheim macht. Auch, also das muss man halt auch dazu sagen, dass sie das sehr selten daheim macht, aber wenn ich in Ungarn bin, I can't get enough of this shit. Also, ja, es ist echt krank, aber ja, it is what it is. Also, eine gute Freundin von mir holt mich circa in einer halben Stunde ab, also 20 Minuten, eine halbe Stunde so irgendwie. Und sie sind vor einigen Wochen umgezogen und wir gehen dann zu ihr heim. Sie zeigt mir dann die Wohnung und so. Und ja, jetzt gehe ich mich ganz schnell schminken. Aber was ich euch noch mitteilen wollte ist, also so um die Preise ganz kurz eigentlich, weil falls es halt irgendwer interessiert, keine Ahnung. Für meine Augenbraue habe ich 5 Euro gezahlt, also für Zupfen und Färben. Und ja, es sind halt Preise für Ungarn bestimmt und nicht wirklich für Österreicher. Also, ja, in Ungarn ist es generell so billig alles. Und ich bin total zufrieden mit meiner Kosmetikerin. Also wirklich, sie macht das echt schön und ich gehe eigentlich nicht so oft zu ihr, weil ich bin nicht wirklich oft in Ungarn. Aber wenn ich da bin, dann gehe ich mindestens einmal. Also dann gehe ich halt jedes Mal zu ihr, wenn ich da bin. Und ja, also so viel Wurst und so, was ich euch vorher gezeigt habe, das ist, für alles habe ich um die 3 Euro gezahlt, also für die Wurst, fürs Brot, für das Getränk und für Senf. Also es ist echt nicht viel, aber ja, also in Ungarn kann man halt alles so billig eigentlich einkaufen und halt so essen und auch die Dienstleistungen sind wesentlich billiger als in Österreich. Ja, das ist alles, was ich euch noch mitteilen wollte.
hungry. Wir waren uns tätowieren eben und da ist halt noch die Folie oben, aber es ist halt eine Abkürzung von ich liebe dich auf Ungarisch, was wir uns gegenseitig mit meiner Mama seit meiner Kindheit eigentlich ständig sagen, und das ist halt so ein Insider von uns, also es ist sehr schön und sehr, es bedeutet halt sehr viel für uns. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass wir uns gegenseitig eben, also wir haben dasselbe Tattoo mit der Mama stechen lassen, und der Sinn dahinter war eigentlich, dass wir, dass ich das Tattoo mit meiner Mama ihrer Handschrift stechen lasse und sie mit meiner Handschrift, weil wir schreiben uns das eigentlich schon seit meiner Kindheit, wie gesagt, als ich klein war und ich irgendwo hingefahren bin oder wenn sie in der Früh arbeiten gefahren ist, dann hat sie mir immer so einen kleinen Zettel liegen lassen am Tisch, und da stand halt das immer oben mit ihrer Handschrift, und genau diese Handschrift, dieses Wort mit dieser Handschrift wollte ich das auf meine Haut tragen. Deswegen haben wir uns das stechen lassen. Und was ich noch erwähnen wollte, ist, dass wir insgesamt 20.000 Forint gezahlt haben, was so circa 70 Euro circa, ja, für zwei Tattoos. Also ich finde, das geht voll. Aber wie erwähnt, in Ungarn ist es halt alles billiger. Also deswegen haben wir uns eben entschieden, da ein Tattoo stechen zu lassen. Auf jeden Fall, ja, wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Tätowierer und halt mit den Tattoos. Also ja. Auf jeden Fall, jetzt fahren wir wieder nach Graz. Danke fürs Zuschauen.